sogar. Ja, vielleicht sollte ich mal richtig drücken. Ich zieh mal ihn zwischendurch die Weste an. Hallo aus Köln. Mein Bruder macht sich zurecht. Hier liegen noch Taschentücher, hier liegt noch ein Handy, hier liegen noch Sonnenbrille. Wir haben durch den Stau ein bisschen Zeitverzögerung gehabt. Das heißt ein bisschen, eigentlich über eine Stunde. Also schon ein bisschen doof. Trotzdem gehen wir gleich motiviert an den Start. Ja. Und ich als Schlussläufer. Oder mit als Schlussläufer. Geht schon alles gut. Ja. Da. Hier trudeln aber die ganze Zeit auch noch Leute ein. So ist es nicht. Wir stehen jetzt hier auf irgendeinem Standstreifen vor VP4, ich meine vor Parkplatz 4. Ja. Tu deine Hosenbeine wieder rein. Nach Fest kommt ab. Muss ja nicht sein. Auto ist schon zu. Ich sagte, Auto ist schon zu. Und es geht langsam zum Start. Mit der ersten Sturzgruppe, da waren wir gerade in den Stau gefahren. Ja. Viel Spaß! Viel Spaß! Ja! Unser Megamarsch ist vor einem Kilometer gestartet, oder einen halben. Mein Bruder war gerade noch beim Auto, der ist jetzt quasi mit uns gestartet. Wird uns gleich auch schön überholen. Und vor uns haben wir das nächste Schild. Da so. Dieses Jahr sind wir vom P4 gestartet und nicht vom P2. Ich heb schon. Geh schon in den Hocker. Also noch einer. Nur noch 99. Da kann ja noch was geben. Hier war damals das 5-Kilometer-Schild. Dieses ist ja nett. Ach, seine Familie war dabei. Mein Bruder ist aktuell noch hinter uns, aber er ist auf dem besten Weg, uns einzuholen. Das war das 10-Kilometer-Schild. René hat uns noch nie eingeholt, aber er ist auf dem besten Weg dahin. Müsste jetzt im Industriegebiet sein, wenn seine Blase ihn lässt. Nach uns sind noch drei weitere gestartet. Wann die uns einholen, werden wir mal sehen. Hoffentlich holen sie uns ein, dass sie schnell genug sind. Aber ich denke schon. Wir sind jetzt hier auf der Mülheimer Brücke, ja? Und gehen jetzt auf die andere Rheinseite. Ziemlich viel Verkehr. Neue Schuhe laufen sich gut.
Da über die Brücke sind wir gerade rüber. Bei der Brücke müsste mein Bruder auch gerade sein. Also wir müssten uns eigentlich gleich angeholt haben. Drei Leute sind noch hinter uns gestartet. Dann gucken wir mal. Ich habe hier einen Supporter. Der Alexius ist da. Mein Bruder hat den Aufgang der Mühlheimer Brücke verpasst. Der wollte dann geradeaus weiter. Habe ich gesagt, sieh zu, dass du umdrehst. Ich habe dir gerne eine Pizza bestellt. Also, kommt mal da hin. Arbeitskollege auch wieder. Der soll mir Pizza bringen. Der wohnt da vorne. Sind wir noch im Kölnfahrt G1. Und jetzt lasse ich mir erstmal die Pepsi schmecken. Keine Werbung. Das ist ja noch okay. Da fährt er hin, der Alexius. Weit, weit weg. Markus Dingens hat uns überholt. Hier sind die großen Saatkrähen unterwegs. Aber richtig große Viecher. So, wir sehen jetzt endlich mal ein paar Teilnehmer. Ist das geil oder ist das geil? Mhm. Wir sind so knapp vor der ersten VP. Drei oder vier Leute sind noch hinter uns. Die müssen halt mit Navi auffahren. Und in der Hoffnung, dass halt keine Computerabstürze sind, keine Satellitenausfälle oder sonstiges. Jetzt heißt es erstmal Toilette. Und wir sind noch sogar eine halbe Stunde vor Schließung da. Yay! Yeah! Obwohl wir um 14:45 ungefähr gestartet sind. Also da war schon ein bisschen Zeit dazwischen. Aber jetzt geht's in den Hundeverein erstmal rein. Yippie! Mein Bruder liegt übrigens so 2 Kilometer hinter uns. Gucken wir mal, ob er es bis zur Schließung schafft. Ansonsten, er hat noch relativ viel zu futtern dabei. So ist es nicht. Der Wanderer im Kilt, der hat gerade ein paar Fotos gemacht auch. Und die warten schon auf uns. Glaube ich. So langsam. Die ersten hören, glaube ich, schon auf. Auf die Strecke! Da geht's schön am Schotter. 155 Metern nach rechts. Scharf nach links. Da werden schon die ersten eingesammelt. Tja. Ist nicht mal viel hier. Hi. Test. Habe ich mich schon wieder selber gemutet? Na soll. Das kann ich gut. Wir haben hier VP2 wieder verlassen und mein Bruder ist leider noch nicht aufgetaucht. Er hat noch ungefähr so 2-3 Kilometer bis zum VP. Ich habe gerade nachgeguckt. Durch seine Umwege an der Mühlheimer Brücke hat er circa 3 Kilometer mehr auf der Uhr. Also muss er schauen, wie er das plant, umplant oder wie auch immer. VP1 ist auf jeden Fall geschlossen, wenn er kommt. VP2, man weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass er es schafft. Ist klar. Warum ist das hier jetzt wieder so schwer? Ich hab da nichts reingetan. Wasser? Warum ist die Tasche jetzt schon wieder? Ja, was?
Wir haben jetzt die 25 Kilometer. Sehr schön. Seid gegrüßt aus der Dunkelheit. Wir sind bei Kilometer 35, haben wir gerade abgenommen. Mein Bruder, keine Ahnung, leider. Der ist relativ weit hinten. Es gab ein paar Probleme mit Komoot. Er ist aber immer noch auf Twitch online, da kann man halt hin und wieder mal gucken. Also er lebt auf jeden Fall noch. Ja, wir waren gerade kurz bei Penny drinnen, haben uns noch ein Brötchen geholt, was zu trinken. Mein Magen hing nämlich schon auf 7:30. Ja, ich glaube. Also heute ist die Beschilderung sehr minimalistisch. Kann man definitiv sagen. Mehr Pfeile auf dem Boden als irgendwo angehängt. Von einer, die wir gerade begleitet haben, hat gesagt, dass auch schon einige falsch gelaufen sind. Ein Abbrecher hat nur zumindest mitgekriegt. Bei VP2 sind auf welche, VP1 sind welche ausgestiegen. Ja, so ist das. Licht ist weg. Ich steige euch wieder ein und melde mich, wenn was Interessantes gibt. Willkommen zurück. Wir waren schon bei VP2. Habe ich dich gefilmt. Wir waren auf der Nieler Brücke. Wir waren auf der Nieler Brücke. Habe ich leider auch nicht gefilmt. Dass wir auf der Brücke waren. Ja. Der Nieler. Ist ja, dass ich das nicht gefilmt habe. Blaue. Und jetzt sind wir bei 55 Kilometer. Anstrengend heute. Wir sind bei 72 Kilometer. Die Sonne geht auf und hier ist alles voller Nebel. VP3 sind wir auch schon durch. Musst du mir dieses Mal ein Blasenpflaster kleben? An der Hacke. Ja. Und weiter. Junger Fischbeier. Ja. Gerade mal überlegen, was das für eine Bar ist, weißt du? Ja. Hi. War ich jetzt echt, ich dachte, was ist das für eine, welche Brücke ist das? Guck mal, da eine Fischerei. Hm? Sieht noch so jung aus. Okay. Ignoriert sie überhaupt?
Geradeaus, sagt er. Ich sag geradeaus. Ja. Zur Erinnerung der 14 deutschen Tonfest 1928. Das Ding hinter dir. Ja. Servus. Wir haben jetzt VP4 erreicht und wurden angebeten, Gas zu geben. Servus. Bin gerade bei der Eisdiele und hol mir gerade einen, trink gerade einen Fuzzi. Und da geht es schnell weiter. Das war ein trauriger Weg. Ja, bring einfach rein. Wir haben jetzt übrigens noch 11 Kilometer und ich bin echt so fertig wie schon lange nicht mehr beim Marsch. Oh Gott. Tot. Willkommen auf dem Deich. Wir sind gleich zum Glück drüber. Bin so am Kämpfen, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe heute auch gestern auch nicht sehr viel gefilmt. Okay. Neu, die haben eine neue gebrauchte gekauft. Die alte ist kaputt gegangen. Okay. Der ganze Tag in der Hitze. Das war ja wenigstens noch schon mal die eine Stunde da unter den Bäumen, weißt du? Ja. Ich bedanke mich bei dir, Markus, ja, für die schönen zwei Tage. Danke, auch bei dir. War gut. War schon echt eine krasse Leistung. Haben mehrere Leute zum VP gebracht. Oder sagen wir so mal, dass sie Einsehen haben, dass sie aufhören. Ja. Wir haben jetzt noch 200 Meter. Oder 300. 600? Wir hätten das schon wieder irgendwo. Kurz vor der letzten Amtshandlung. Leider haben wir von den anderen nicht wirklich viel gesehen, außer diejenigen, die abgebrochen haben. Das war schon echt heftig. Ich habe eine Blase an der Hacke, einen kleinen Zeh, aber dafür, dass es der erste Marsch in den Schuhen ist, ich sie nur 20 Kilometer eingelaufen habe. Es ist noch verdammt wenig. Von daher Glück gehabt. Hätte noch schlimmer werden können. Hier auf dem Strandstreifen stehen immer noch jede Menge Leute. Dann gucken wir mal, ob wir in den Emsländer sehen.
Spaß. Wie viele verdammte Schilder finden wir noch? Das wird eines der kürzesten Videos, die ich je gemacht habe. Ich dachte, das wird eines der kürzesten Videos, die ich je gemacht habe. Ja. Beim 100er. Oh, echt jetzt. Ja, 200 wenigstens mehr abmachen können. Wenigstens nur ein Kabelbinder. Muss den mal hoch anpacken. Hä? Das Schild, Stach. Das ist geil, schatzig. Wir haben unsere Ehrengäste 100 Kilometer Schilder abgehangen, ja. Leute verabschiedet, mitgebracht. Wir vom ganzen Team und natürlich auch alle anderen wollen uns bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns als Schlussläufer unterstützt habt. Herzlich willkommen im Spiel. Ja. Und herzlich willkommen. Einer ist da, einer da. Danke. Bitte sehr. Ja, und? Danke. Trinken könnt ihr euch noch nehmen. Ja, so ein bisschen. Okay. So, meine Lieben, das war der Megamarsch Köln wieder als Schlussläufer. Sehr anstrengend, aber auch seine schönen Seiten. Die Strecke war diesmal ein bisschen anders als vor 2 Jahren. Und zum einen lag es daran wegen der Brückensperrung, weil da ja irgendwas gegenverfahren ist, ein Frachter oder irgendwie sowas. Da ging es dann durch den Hafen durch, das war interessant. Insgesamt standen am Ende bei meiner Uhr 104 Kilometer ungefähr. Markus hatte am Ende 105 Kilometer. Ja. Somit sage ich ciao, ciao. Bis bald. Geht raus, erholt euch. Und habt viel Spaß. Tschüss. Kommt der Rasenreporter? Ja, Rasenreporter, genau.